wieder am Start. Freude, mit dir zu arbeiten, Laswell. Und jetzt, Nicht allein. Es sind Alcatala-Wachen bei ihm. Das kommt unerwartet. Überbrückung an. Das war jetzt ja. Nur weil ich jetzt aufs Klo gegangen bin, oder was? Verstanden. Geh an einen sicheren Ort. Der nächste Schritt wird laut. Ich hab euch gesagt. Sergeant, beeil dich. Uns bleiben nur Minuten, wenn überhaupt. Geh mir nicht auf den Sack. Geh in Sicherheit und öffne die Steuerung. Wir müssen sofort handeln. Okay, was mache ich? Na los, sie ist detoniert. Verstanden. Die Air Force wird das bestätigen. Danke, Sergeant. Ja. Immer eine Freude, mit dir zu arbeiten, Laswell. Wo ist Hassan? Nicht allein. Es sind Alcatala-Wachen bei ihm. Ich töte jeden Einzelnen. Und dann hole ich mir ihn. Ende. Hochheilige, verfluchte Scheiße. Wie mache ich das denn am besten, ey? Überbrückung. Die Rakete hat ihr Ziel fast erreicht. Du musst die Sequenz vervollständigen. Verstanden. Geh an einen sicheren Ort. Der nächste Schritt wird laut. Das ist so beschissen, diese Mission, wirklich. Sergeant, beeil dich. Uns bleiben nur Minuten, wenn überhaupt. Aber was Beschisseneres hätte ihm echt nicht einfallen können hier. Geh in Sicherheit und öffne die Steuerung. Wir müssen sofort handeln. Okay, was mache ich? Na los, sie ist detoniert. Verstanden. Die Air Force wird das bestätigen. Danke, Sergeant. Ja. Immer eine Freude, mit dir zu arbeiten, Laswell. Wo ist Hassan? Nicht allein. Es sind Alcatala-Wachen bei ihm. Ich töte jeden Einzelnen. Und dann hole ich mir ihn. Ende. Hochheilige, verfluchte Scheiße. Gut gemacht, Johnny. Nun zum schweren Teil. Das war der schwere Teil, Lieutenant. Wenn du meinst, bleib am Leben. Schalte die Wachen aus und töte Hassan. Ich brauch bloß eine Waffe. Bau dir eine. Digga, wie soll man diese Scheiße machen, ey? Die Rakete hat ihr Ziel fast erreicht. Du musst die Sequenz vervollständigen. Verstanden. Geh an einen sicheren Ort. Der nächste Schritt wird laut. Sergeant, beeil dich. Uns bleiben nur Minuten, wenn überhaupt. Okay, was mache ich? Na los. Sie ist detoniert. Verstanden. Die Air Force wird das bestätigen. Danke, Sergeant. Ja. Immer eine Freude, mit dir zu arbeiten, Laswell. Wo ist Hassan? Also, ganz ehrlich, da hätte man doch echt irgendwas Einfaches machen können. Danke, Sergeant. Ja. Immer eine Freude, mit dir zu arbeiten, Laswell. Wo ist Hassan? Nicht allein. Es sind Alcatala-Wachen bei ihm. Ich töte jeden Einzelnen. Und dann hole ich mir ihn. Ende. Hochheilige Wieso hat das jetzt eigentlich da einen Kontrollpunkt gemacht, als ich auf dem Klo rumgepimmelt habe? Danke, Sergeant. Ja. Immer eine Freude, mit dir zu arbeiten, Laswell. Wo ist Hassan? Nicht allein. Es sind Alcatala-Wachen bei ihm. Ich töte jeden Einzelnen. Und dann hole ich mir ihn. Ende. Hochheilige, verfluchte Scheiße. Gut gemacht, Johnny. Nun zum schweren Teil. Das war der schwere Teil, Lieutenant. Wenn du meinst, bleib am Leben. Schalte die Wachen aus und töte Hassan. Ich brauch bloß eine Waffe. Bau dir eine. Ei. Wie in alten Zeiten, was, Lieutenant? Als wär's gestern gewesen. Das war gestern. Wir haben eure Truppen vom Golf von Oman bis zu den Ostküsten des Mittelmeers getrotzt. Hab Klebeband gefunden. Ich kann eine Gasfalle bauen. Werf sie hin, wo du willst, und lock sie an. Oh shit.
Das amerikanische Experiment ist gescheitert. Hab Glas gefunden. Such Klebeband und du hast eine Klinge. Du kannst mehr Glas zerbrechen, aber das wird dich verraten. Ich habe eine Glasklinge gebaut. Genau so, Johnny. Betäube jemanden und stich ihn ab. Das taugt für eine Gasfalle. Platziere sie und lock sie an. Ich könnte eine Werkzeugkiste aufbrechen. Vorsicht, Johnny, das macht Krach. Das ist echt hart überlegen. Ist weich, weil euer Erfolg schwach ist. Die Frage. Oh. Wie mache ich das jetzt am besten? Ich habe ein bisschen Schiss, dass direkt beide angelaufen kommen. Ihr seid zu dem geworden, das ihr zu zerstören sucht. Auf der Trade! Bis Markem nie. Gut, steht da mal. Wie viele Gegner sind das? Da ist eine Mikrowelle. Such nach Metall. Das erzeugt Funken und lenkt einen ab. Wo? Vielleicht findest du was in den Mülleimern. Mülleimern. Das ist belastend. Raketen zu schicken, um mein Volk zu töten. Jetzt ist seine Rakete nach Hause gefahren. Ich brauche noch eine. Sicher ist sicher. Hab Klebeband. Damit kann ich eine Gasfalle bauen. Wirf sie hin, wo du willst und lock sie an. Hab einen betäubt. Nimm die Klinge und schick zu. Das ist zu spät, das ist viel zu spät, das ist viel zu spät, das ist viel zu spät. Wie fühlt es sich an, allein? Beschissen. Hab Klebeband, damit kann ich eine Gasfalle bauen. Wirf sie hin, wo du willst und lock sie an. Also wenn zwei gleichzeitig kommen, ist... ultimativ belassen. Hier ist eine Mausefalle. Chemikalien und Klebeband. Bau eine Gasfalle. Kann ich noch eine Rauchbombe bauen? Ja. Die bräuchte ich nämlich vielleicht auch. Alter, weswegen bemerkt er das denn? Ich schleich doch hinter dem. Habe ich jetzt alles aufgesammelt oder verpissen sich einfach die ganzen Sachen? Ah, okay, nee, ich habe hier alle Sachen. Okay, ja, gut. Mit denen. Keiner kann dich retten. Was ist denn mit ihm eigentlich da? Sie haben dich zum Sterben hier gelassen. Ernsthaft?
Hallo? Hab einen betäubt. Nimm die Klinge und stick zu. Hä, wieso hat er dir jetzt nicht nochmal zugestochen? Oder kann ich nur einmal verwenden? Das war zu gut. Wie fühlt es sich an, allein zu sein? Verge Halak Jars. Betäubt. Nimm die Klinge und stich zu! Wir sind wieder auf unserer Höhe! Ja, da ist der andere schon, Alter. Alter, wie willst du das denn bitte machen? Komm schon. Alter, was ist mit diesem Spiel bitte? Wieso kam er denn jetzt einfach so hier hingerannt? Da fällt mir nichts mehr zu ein. Ich habe da mitten in den Gang so ein Ding reingeschmissen. Und der so, ja, interessiert mich nicht. Jetzt bist du auf dich allein gestellt. Meine Gärte, Scharmoto. Hab einen betäubt. Nimm die Klinge und stich. Hä? Keiner kann dich retten. Ich habe ja nicht mal Munition für diese Scheißflinte. Ich hätte zwei Stück. Aber die helfen mir halt auch nicht so viel. Oh Gott. Ja, als wenn der Pasalackenspacken mich da sieht. Wäre komplett beschissen.
Raum. Wohin, Rachelors? Sie haben dich zum Sterben hier gelassen. Der gibt mir auf den Sack, der Hassan, ey. Hier ist eine Mausefalle. Chemikalien und Klebeband. Bau eine Gasfalle. Hab etwas Wachs gefunden. Taugt für Rauchfallen, wenn du dich erinnerst. Rauchfallen, Digga. Hab Chemikalien gefunden. Ich kann eine Gasfalle bauen. Platzier sie und lock sie an. Ist jetzt ein bisschen alles fraglich hier. Das reicht für eine Rauchbombe. Wirf sie auf die Wache und schalte sie irgendwie aus. Ja, irgendwie ist halt gerade so eine Sache. Ich hab kein Rückgrat. Sagt der Richtige. Ist hier noch irgendwas? Nee, ne? Fühlt alle Scheiben kaputt. Kein Mumm, kein Ruhm. Ich habe Chemikalien. Damit kann ich eine Gasfalle bauen. Wirf sie hin, wo du willst, und lock sie an. Hier ist eine Mausefalle. Chemikalien und Klebeband. Bau eine Gasfalle. Ja. Ich wäre für irgendwas, womit ich den wieder abstechen kann. Primär halt einfach nochmal irgendwie was Glas. Metallschrott gefunden. Metall. Du kämpfst nur um zu sterben. Immer winner. Ja, mit Metall kann ich halt nur diese verschissen. Ich brauche halt irgendwie Glas. Ich werde mir jetzt ganz viel craften. Ich meine, irgendwas wird mir. Hab ein paar Chemikalien. Könnte für eine Falle taugen. Hier ist eine Mausefalle. Das taugt für eine Gasfalle. Platziere sie und lock sie an. Nicht schlecht. Das war jetzt richtig dumm. Einer ist betäubt. Du brauchst eine Waffe, um anzugreifen, Sergeant. Ah, danke für den Tipp. Ciao. Das passiert nicht nochmal. Wie komme ich an Glas?
Hab Chemikalien gefunden. Damit kann ich eine Gasfalle bauen. Wirf sie hin, wo du willst, und lock sie an. Ich habe etwas Metall. Kann jetzt ein Brechwerkzeug bauen. Der ist doch komplett am Arsch, der Typ. Wo ist der? Röchelnde Hans da. Oh. Hab einen betäubt. Greif sie erst an, wenn du eine Waffe hast. Wo soll ich eine Waffe herbekommen? Das ist immer dieses scheiß Metall, Alter. Ich muss sie aufbrechen. Als ob der einfach dann hier rüber snipet, Alter. Ach so, mit der Mikro. Ich habe etwas Metall. Kann jetzt ein Brechwerkzeug bauen. Ich muss sie aufbrechen. Geht doch. Kontrollpunkt erreicht. Perfekt. Jetzt ist die Frage, wo ist denn mein Freund? Kommt der hier hin? Oder hat er jetzt nur hier hingeleuchtet? Hab ich noch was Metall? Ja, hab ich. Dann habe ich die Idee. Oh. Wenn der jetzt so einen Move hier macht. Ciao. Ein Klebeband. Das taugt für eine Gasfalle. Platziere sie und lock sie an. Es war einfach der ungünstigste Zeitpunkt, Alter. Wieso muss denn der so eine fette Runde laufen? Platziere sie und lock sie an. Das hat er doch gerade eben auch nicht gemacht. Jetzt kommt er trotzdem von da. Will er mich Metall gefunden. Damit kann ich ein Brechwerkzeug bauen. Digga, ich brauche kein verschissenes Brechwerkzeug. Das Glas.
Wo kommt der jetzt gelaufen? Von da, perfekt. Wie ist denn der an der Gas-Dingens vorbeigekommen? Digga, das Spiel will mich verarschen! Hallo, aushalten. Ah. Oh Gott, ich dachte gerade. Alter, komm. Ey, also. Ich sagte doch, eure Nation wird brennen. Ihr haltet mich nicht auf. Ghost. Soap. Aufs Fenster achten. Das ist kein Angriff. Sondern eine Invasion. Eine Invasion, Alter. Er sagt nicht, ich muss... Boah, der war ja voll daneben geschossen. Boah, Gott, ey. Ich ist gerade richtig Schiss, dass er den jetzt echt aus dem Fenster schmeißt. Perfekter Schuss, Lieutenant. Du sagst es, Sergeant. An alle Einheiten. Hassan ist tot. Feind ausgeschaltet. In Downtown Chicago gab es eine Explosion, die Spitze aufgrund starken Sturms ausgelöst wurde, sodass nun Tausende im Dunkeln sitzen. Der Stromausfall soll bis heute Abend behoben sein. Weitere Meldungen. CIA-Scheiße. Hm. Kreatives Schreiben. Ich verrat's nicht. Akku. Iran. Kartelle. Russen. Shepard. Shadow. An uns vorbei. Sie hatten Vorsprung. Aufgeköpfte Schlangen. Neuigkeiten zu Shepard? Der ist abgetaucht. Wir finden ihn. Es gibt Wichtigeres. Ich habe mir die Russen näher angeschaut. Ist eine schmutzige Arbeit. Ultranationalisten haben den Konvoi überfallen, John. Kate, es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Sie arbeiten mit jemand Neuem. Wem? Wir haben keinen Namen. Der ist nicht neu. Der ist nicht neu, Och, wie hieß der denn damals noch? Ist das... Ach, hier, Makarov, oh mein Gott, Makarov. Ja, so hieß der. Wenn das der jetzt ist. Ernsthaft? Selbst da verdeckt er sein Gesicht. Och, kommt, Leute, ich will da nur einmal von Ghost sein Gesicht sehen. Makarov. Ha! Makarov! Oh Mann, ey. Oh, geil. Also, ich muss wirklich sagen, von Call of Duty war es wirklich nach langem wieder eine mega geile Kampagne. Geile Story. Absolut geil von der Task Force. Nochmal so viele verschiedene Mitglieder zu sehen. Gerade halt eben auch sowieso, ganz ehrlich, weil es ist Soap, McTavish und Ghost. Einfach bestes Trio überhaupt.
Und ganz besonders Ghost, ich liebe ihn einfach. Er und seine bekloppten Sprüche und wie er einfach so drauf ist. Ich weiß es nicht, aber ich liebe ihn einfach, ne? Ah, wild. Also, ne, für diejenigen, die ein bisschen mehr Herausforderung haben wollen, gönnt euch Veteran. Also so easy da durchzumarschieren, könntest direkt so sagen, Alter, war eine geile Kampagne, hat Bock gemacht, so zu spielen. So, Veteran, Alter, also ich war hier wirklich teilweise echt an meine Grenzen von keine Ahnung was, weil es mich ja echt komplett aufgeregt hat, wie man teilweise wirklich gemerkt hat. Weil egal, wenn du allen irgend so einen dummen Fehler machst, du wirst halt einfach bestraft hier. Und zwar in Dauerschleife gefühlt. Ich meine, ist jetzt die Endfolge, die ist jetzt ultimativ lang wahrscheinlich. Muss ich auch noch zusammenschneiden, weil ich noch die kurze Pinkelpause gemacht habe. Aber für diejenigen, die es noch nicht vorbestellt haben oder sonstiges, gönnt euch. Hab jetzt bald Bock auf den Multiplayer. Wenn das Video... Rindhuhn oder Fisch, Gentlemen? Salat, bitte. Nein! Nee! Nee, Top! No Russian, das ist die Flughafen-Mission in Modern Warfare 2 damals gewesen. Alter, was für ein ultimativ geiler Flashback ist das denn bitte? Und so mittendrin... So am Ende einfach bei den hier... Ach, wie heißt es denn? Ach, keine Ahnung. Alter, ganz ehrlich, geilstes Spiel. Wirklich. Da hauen die echt sowas noch am Ende raus. Wie geil ist das denn? Ja, also, ne, wo bin ich stehen geblieben? Für diejenigen, ne, die es noch nicht geholt haben, bestellt haben, vorbestellt haben oder generell bestellt haben, gönnt euch. Ist schon ein geiles Game. Ich meine, ich habe auch die Beta-Multiplayer gespielt. Hat auch schon gut gebockt. Aber okay, jetzt bis das Video raus ist, sind wir sowieso schon im Multiplayer voll drin. Habe ich richtig Bock drauf, um zu sehen, was es alles an Waffen gibt. Was man noch so alles für einen Quatsch machen kann. Aber Kampagne bockt auf jeden Fall. Die hat schon mal wirklich hart gebockt nach langem. Eine geile Kampagne. Wirklich. Auf Veteran durchgespielt. Easy. Naja, nicht ganz so easy. Hat jetzt auch nur lange Zeit gedauert. Also dafür, dass man so gesagt hat, so ja, ne, Story-Modus so in 6-7 Stunden kriegst Kampagne durch. Ist eine für Call of Duty eigentlich eine gute Zeit. Also die hatten ja auch schon mal Kampagnen, die dir echt wirklich schnell durchgerusht hattest. Aber die Zeit war eigentlich echt gut jetzt hier auf Veteran. Da habe ich jetzt bestimmt safe 9 Stunden gebraucht. Einfach, weil ich 20.000 Mal gestorben bin. Ja. Ich hoffe, es hat euch so weit gefallen. Die gute Kampagne. Mal auch nochmal ein bisschen anderer Content hier auf dem Kanal. Primär, naja, gibt es halt eben nur so anderen verschiedenen Content. So von meiner Seite aus. Den Hauptcontent mit Skyrim überlasse ich natürlich El Chefe, eurem damaligen Tonbeutelvergesser. Ich bin zufrieden.
Das war jetzt auch tatsächlich das erste Mal, dass ich Call of Duty-Kampagne im ersten Durchgang auf Veteranen gestellt habe, tatsächlich. Ich habe die sonst immer auf Soldat oder was gespielt und dann erst bin ich direkt auf Veteranen hochgegangen. Aber direkt mal so durchzuspielen, war mal was anderes. Hatte ich irgendwie Bock drauf, auch sowieso, naja, für den Unterhaltungswert für euch. Darüber, dass ich mich halt, naja, recht schnell aufrege. Ich bin ein ruhiger Typ, ja. Ah, ist immer noch eine Frechheit, dass man von Ghost das Gesicht nicht gesehen hat. Wäre halt einfach schon wild gewesen. Wir haben so nach, keine Ahnung, über 10 Jahren, wo man Ghost von Call of Duty kennt, dass man dann sein Gesicht zu Gesicht kriegt. Aber naja. Ich gönne mir jetzt noch den Endscreen hier. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Und ja, wir hören uns dann im Multiplayer von Call of Duty. Haut rein!